Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich darf recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz in diesem Sachsen-Pokalspiel zwischen der BSG Stahl Riesa und dem FC Erzgebirge Aue. Das Sprichwort sagt, der Esel nennt sich immer zuletzt. Seid gestattet, dass ich mit mir anfange oder mit Sie und ihr erstmal wisst, um wem es überhaupt geht. Mein Name ist Heiko Schubert, ich bin seit 11 Jahren der Stadionsprecher hier bei der BSG Stahl Riesa. Manche haben da meine Stimme heute im Spiel vielleicht gehört. Freue mich, dass ich begrüßen darf. Ganz links den Werkdirektor der Veralpi Stahl, Herrn Uwe Reinicke. Denn Veralpi ist unser Hauptsponsor und deswegen natürlich auch Herr Reinicke hier herzlich willkommen. Ansonsten bei der Pressekonferenz natürlich Pavel Dotschew, Trainer des FC Erzgebirge Aue, und Thomas Jurecko, der Trainer unserer BSG. Und um den Stuhl dann voll zu machen, wo ist er jetzt? Hat mit dem Kaffee noch zu tun? Hat mit Kaffee zu tun. Matthias Heidrich. Matthias Heidrich. Wie nennt er sich? Sportdirektor, Sportgeschäftsführer? Wie ist die offizielle Bezeichnung? Ja, des FC Erzgebirge Aue. Gut, meine Herren, fangen am besten, ich würde sagen, Statement erstmal, wie man so schön neudeutsch sagt, von beiden Trainern. Und wir überlassen natürlich das Feld erstmal den Gästen. Pavel Dotschew, Ihre Einschätzung zum Spiel. War es das erwartet schwere Spiel? Oder Sie haben ja mehr die zweite Mannschaft bzw. die Akteure spielen lassen, die gerade am Sonntag nicht zum Zuge gekommen sind. Ja. Wie schätzen Sie das Spiel ein? Ja, erstmal Glück auf. Glück auf. Ja, das war eigentlich genauso, wie ich gedacht habe oder erwartet habe. Das war ein wirklich intensives Spiel, schweres Spiel. Die Mannschaft von Riesa ist ja keine Mannschaft, wo man unterschätzen darf, dass wir rotiert haben. Das ist jetzt nicht, weil wir das Spiel auf leichter Schulter genommen haben und dass wir einfach nicht seriös das Spiel gesehen haben, sondern das war auch bedingt durch das Spiel am Sonntagabend. Wir sind am Montag um 6 Uhr zurückgekommen aus Freiburg und heute nochmal die gleichen Leute auf den Platz zu schicken, das wäre so gut wie unmöglich gewesen und die Verletzungsgefahr sowieso wäre viel zu hoch gewesen. Deswegen habe ich mich entschieden, viel zu rotieren. Und bin sehr, sehr froh, dass die Mannschaft oder die Leute, die heute auf dem Platz waren, das Spiel sehr ernst genommen haben. Ich habe auch appelliert an sowas, sehr professionell hier uns zu verhalten. Die Bedingungen waren nicht leicht, muss man auch ehrlich sagen. Und wenn du jetzt nicht die Einstellung hast und wenn du nicht diese Motivation heute auf den Platz mitbringst, kannst du nur verlieren. Und das ist ja uns nicht passiert zum Glück, weil die Mannschaft das Spiel sehr ernst genommen hat. Es war schon ein offenes Spiel, intensives Spiel. Wir haben eigentlich mit erster Chance schon 1-0 gemacht. Und natürlich ist es auch schwer, uns frei zu spielen bei dieser Bedingung, aber war schon sehr, sehr gute Leistung trotzdem von beiden Mannschaften, würde ich sagen. Und auch an dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, dass es auch ein faires Spiel war. Also von beiden Seiten war ein faires Spiel. Und deswegen sage ich nochmal Kompliment an die beiden Mannschaften. Ich bin froh, dass wir jetzt weiter sind. Das war auch unser Ziel natürlich. Und ja, jetzt müssen wir uns das Spiel am Freitag gegen Feld vorbereiten. Da haben wir nicht so viel Zeit und an Riesa wünsche ich alles Gute. Absolut top Mannschaft und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und auch, dass hier auch vielleicht hochgeht. Ich weiß nicht, was der Verein für Ziele hat, aber so wie ich das so merke oder spüre, dann glaube ich, da sind die Ziele schon sehr, sehr hoch gesteckt und dann wünsche ich euch alles Gute dafür. Dankeschön. Danke, Pavel. Ja. Thomas, was du, Trainer der BSG, deine Einschätzung. Ja, erstmal Glückwunsch zum Weiterkommen. Waren natürlich schwere Bedingungen heute. Ich habe es ein paar Mal vor dem Spiel schon mich entschuldigt, dass der Platz nicht so gut ist, auch schwer bespielbar war heute. Es war ein sehr intensives Spiel, das stimmt. Für uns ging es natürlich darum, uns so gut wie möglich hier zu verkaufen. Ich denke, das haben wir sehr gut hinbekommen. Auch dort an der Stelle nochmal Kompliment an meine Mannschaft. Ja, jetzt geht es wieder in den Liga-Alltag, heißt Umschalten im Kopf. War eine riesen Kulisse heute hier, die wird dann natürlich in Kröditz am Samstag nicht so sein. Aber ich denke, das werden die Jungs alles gut meistern und gut bekommen. Okay, ja, zur Information noch, also wir sind Landesklasse, das ist 7. Liga. Ja. Und sind dort Spitzenreiter und unser Ansinnen ist es, in die 6. Liga aufzusteigen. Das heißt dann Landesliga des Freistaates Sachsen. Und das war auf jeden Fall, dass der Mindestanspruch für uns in dieser Klasse wieder im Mittelfeld zu stehen und vielleicht nach oben ein bisschen zu schauen. Also das ist eigentlich der Anspruch auch des Namens her, Stahl Riesa. Herr Reinicke, ja, Sie als Hauptsponsor und überhaupt so, auch mit Ihrem Fußballverständnis, möchte natürlich auch was sagen.
Ja, also erstmal kann ich mich nur wiederholen, Glückwunsch für den ersten oder für den FC Erzgebirge Aue. Und ich drücke auch die Daumen, dass ihr in der dritten Liga eine gewichtige Rolle da vorne unter den ersten dreien vielleicht mitspielen könnt. Aber genauso auch ein Kompliment an deine Mannschaft, an unsere Mannschaft, an die BSG Stahl Rieser. Ich glaube, wir haben uns gut verkauft hier. Wir haben uns wirklich mit gutem Einsatz gezeigt und ich bin ein bisschen traurig, dass uns der Ehrentreffer nicht gelungen ist. Ich glaube, so ein 4-1 wäre durchaus auch noch machbar gewesen und hoffe auch, dass wir natürlich den Schwung jetzt mit in die Punktspielserie nehmen können. Das nächste Derby steht hier im Landkreis an gegen Gröditz und unsere Ziele sind ganz klar. Ich glaube, die unterstützen wir auch als Ferralpi sehr stark, dass die Mannschaft hier, diese Traditionsmannschaft, wieder schnell in die Sachsenliga zumindest zurückkehrt. Da gehören wir hin in der ersten Stufe und Rieser hat immer eine starke Verbindung gehabt, ähnlich wie bei euch im Erzgebirge mit dem Stahlwerk und mit dem Fußball hier. Und da sind wir als Ferralpi Stahl auch stolz, dass wir das mitbegleiten dürfen, dass wir das fortsetzen können. Und ich hoffe sehr, dass wir noch eine erfolgreiche Saison spielen. Und wie gesagt, viel Erfolg, Glück auf, auch für den FC Erzgebirge. Dankeschön. Gut. Fragen von Ihrer und eurerseits? Dann bitte jetzt. Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir die Pressekonferenz auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Meine Herren, bedanke mich recht herzlich für Ihr Erscheinen. Glück auf dem FC Erzgebirge Aue. Alles Gute für die anstehenden Spiele. Natürlich auch uns, unsere BSG Stahl. Und darf allen noch eine schöne Woche wünschen. Allen einen guten, angenehmen Nachhauseweg. Glück auf und auf Wiedersehen. Danke. Eine Frage jetzt, nicht nur privat.